Das ist Hollywood-Make-up-Zauberer Kevin Yeager und diese Falten in seinem Gesicht sind nicht echt. Sie wurden tatsächlich mit einer Methode namens Stippling erstellt, die die Krähenfüße um seine Augen vertieft. Vom Modellieren vergrößerter Ohrläppchen bis zum Malen gebrochener Adern lässt er so Schauspieler wie Keanu Reeves 95 Jahre alt aussehen. Kevin lässt sich von vielen klassischen Make-up-Looks aus Filmen inspirieren, aber er beobachtet auch Menschen in der realen Welt. Als er 1991 Alex Winter in Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit in eine Oma verwandelte, ließ er sich von seiner Schwiegermutter inspirieren. Sie hatte diese roten Apfelbäckchen. Sie hatte den klassischen Oma-Look. Für den Film musste er Alex und Keanu wie 95 aussehen lassen, also begann er mit diesen Photoshop-Konzepten. Keanu wollte ich einen Iggy Pop-Look verpassen, einen dünneren, älteren Rocker-Look und Alex wollte ich eine lustige Note verleihen. Jeder Look, der mit Prothesen zu tun hat, beginnt mit Abgüssen. Da auf der Kamera nur Alex und Keanus nackte Hälse, Gesichter und Arme zu sehen waren, brauchte Kevin keine Prothesen für den gesamten Körper. So wurden nur die Köpfe und Arme der Schauspieler mit lila und grünem Silikonkautschuk überzogen. Das grüne Silikon enthält ein Öl, das verhindert, dass es den Schauspielern Haare ausreißt. Die Abdrücke werden dann in provisorischen Gips gewickelt, um sie zusammenzuhalten, bevor sie in Hydrokal und Urethan gegossen werden. Der Abguss hilft Maskenbildnern, die kleinen Details der Haut eines Darstellers zu replizieren, aber bei den Alterslooks von Alex und Keanu half der Abguss auch dabei, die bereits auf ihren Gesichtern und Unterarmen vorhandenen Falten hervorzuheben. Ich studiere dann die Linien in ihren Gesichtern, um zu sehen, wo das Hängen der Haut beginnt, wo sich die Wangen bilden werden, wie die Nasolabialfalten hervortreten und wie sich die Augenhöhlen ein wenig vertiefen. Um die feinen Details alter Haut zu imitieren, fügte er Ton zu den Büsten von Alex und Keanus Gesichtern und Unterarmen hinzu, sodass er direkt auf der Haut modellieren konnte. Hier konnte Kevin Falten und Adern hinzufügen, die wirklich hervorstechen. Unterschiedliche Altersgruppen sehen nicht gleich aus. Während er Alex und Keanu hier wie 95 aussehen ließ, machte er Johnny Depp in dem Film Blue nur ein bisschen älter, als er schon war, nämlich von Ende 30 auf 60. Man kann noch immer die Altersmerkmale in seinem Gesicht erkennen, aber weniger hervorgehoben. Die Poren von 95 Jahre alter Haut sind gestreckter, ein Umstand, den Kevin mit Textur zu replizieren versuchte. Wenn man älter wird, dehnen sie sich mit der Haut mit. Kevin und sein Team mussten auch sehr ausgeprägte Falten für Bill und Ted schaffen. Sie schraffierten die Unterarme und Gesichter der Charaktere kreuz und quer, änderten ihre Technik aber je nach Körperteil. Das Kinn ist ziemlich knifflig, weil es viele seltsame kreuz und quer verlaufende Falten bekommt. Falten um die Augen oder Krähenfüße erforderten ein anderes Muster. Diesen Effekt konnten sie auch durch Stippling erzielen. Stippling wird einfach auf die Haut aufgetragen und mit Puder bestäubt. Es dehnt die Haut und verursacht diese Falten. Kevin hat diese Technik bei Pete Postlethwaite angewendet, um Falten um seine Augen zu erzeugen, als dieser in Aeon Flux einen hunderte von Jahren alten Charakter spielte. Bei ihm musste ich nichts machen, um sein Alter zu betonen, so wie bei diesen beiden. Er war einfach noch nicht alt genug. Aber man bekommt nicht nur Falten. Wenn man 95 Jahre alt ist, werden die Knochen sichtbar. Das heißt, die Augenhöhlen werden tiefer. Kevin sorgte dafür, dass Knochen sichtbar waren, als er ihre Hände formte, denn Bill und Ted waren so alt, dass er wollte, dass sie arthritisch aussahen. Eine Eigenschaft, die sich besonders an den Händen zeigt. An der gekrümmten Form kann ich nicht viel ändern, aber ich kann diese geschwollenen Knöchel betonen, zwischen welchen man den feinen Knochen erkennen kann. Er hat sogar das Handgelenk hervorstehen lassen. Sobald Kevin und sein Team alle Details modelliert hatten, erstellten sie ein weiteres Set von Negativen. Dann wird Silikon in diese Formen gegossen. Silikon ist notwendig, um die Transluzenz und Textur der Haut perfekt nachzuahmen. Hier sieht man, dass es wie alte menschliche Haut natürliche Falten bekommt. Die Farbe des Silikons ist bereits von Natur aus Fleischfarben und man kann hindurchsehen, wenn man den richtigen Winkel hat. Aber erst wenn weitere Farben hinzugefügt werden, sehen die modellierten Falten, Knochen und Poren realistisch aus. Kevin begann mit einer grundlegenden Hautfarbpalette aus Grün und einem starken Fokus auf Rot. Die dünnen Haare, die in Giannus Kopf gestanzt wurden, waren nicht durchgängig grau. Tatsächlich waren sie weiß und gelb. Kevin wusste, dass die Farbe um die Augenhöhlen mit dem Alter dunkler wird und Airbrush und Schatten helfen dabei, dass die modellierten Bereiche wirklich hervorstechen und die Knochenstruktur viel sichtbarer wird. Obwohl Venen normalerweise modelliert werden, hat Kevin sie auch durch Airbrushing hervorgehoben. Das war besonders im Gesicht hilfreich.
Kevin kann Details wie Poren mit dem Airbrush auf die Muskelanzüge von Alex und Keanu auftragen, aber für ihr hohes Alter musste er der Haut noch mehr Verfall hinzufügen. Diese zarten Unvollkommenheiten wie diese lila und roten Kapillaren auf Keanus Prothesennase mussten von Hand bemalt werden. Er muss das Gleiche mit Leberflecken tun, aber die sind größer und auffälliger. Viele davon sind kleine Ausbrüche, winzige Punkte wie Sommersprossen. Dann male ich wahrscheinlich alle Leberflecken von Hand auf. Wenn es sich um größere Flecken handelt, male ich sie auch von Hand auf. Und ich platziere sie genau dort, wo ich sie haben möchte. Auch winzige Altersflecken lassen die Haut älter aussehen. Bei einigen konnte er leicht alle auf einmal auftragen, indem er einen Chippinsel nahm und sie aufspritzte. Für Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit hat Kevin den Schauspielern zusätzliche Schichten Make-up aufgetragen, die zwar übertrieben wirken mögen, aber den Look verkaufen und die Arten von Alterungsdetails hervorheben, an die man sonst nie denken würde. Wenn Menschen älter werden, vergrößern sich oft ihre Nasen und Ohren, und Kevin schätzte, dass er die Ohren und Nasen von Alex und Keanu um etwa 20% vergrößern musste. Nicht nur Haut muss alt aussehen. Er ließ Alex alt aussehen, indem er ihm Katarakte gab. Er nutzte diese gleisig aussehenden Kontaktlinsen, die Alex trübe Augen verliehen. Zu undurchsichtige hätten Alex aussehen lassen, als wäre er blind, aber bei Katarakten sind die Augen milchig. Alt, jung, naja, fast jung, alt, irgendwie jung, alt, so ein bisschen alt. Mit einer einfachen Kombination aus Kleber und Verdicker konnte er Keanu am Set falsche Augenringe auftragen. Sie sind fast wie Aufkleber, die man einfach auflegt und dann die Ränder verblendet. Die Aufmerksamkeit für die großen und vor allem für die kleinen Details, die nur ein Künstler bedenken würde, hat selbst die Schauspieler überrascht. Oh Gott. Nach mehreren Jahrzehnten als Maskenbildner hat Kevin gemerkt, dass es nicht perfekt sein muss. Das Tolle an Alters-Make-up ist, dass Fehler erlaubt sind, denn es ist unordentlich und fehlerhaft.